Es hagelt an Negativbescheiden aus der Rückgängigmachung von Investitionsabzugsbeträgen bei PV-Betreibern. Kommen wir zum ersten Fehler, den Sie nicht machen dürfen. Wenn Ihnen das Finanzamt schreibt, dass der Gewinn ab 2022 nicht mehr ermittelt werden darf und deshalb der IAB-Abzug rückgängig gemacht werden muss, dann glauben Sie das bitte nicht. Den zweiten Fehler, den PV-Betreiber machen, ist den Kopf in den Sand stecken, wenn sie einen Änderungsbescheid oder eine Anhörung erhalten. Bei einem Änderungsbescheid ist es notwendig, dass Sie Einspruch einlegen. Fehler 3, den Sie nicht machen sollten oder nicht machen dürfen. Sie sollten auf gar keinen Fall selbst einen Antrag auf Rückgängigmachung des Investitionsabzugsbetrages stellen. Mit einem eigenen Antrag auf Rückgängigmachung verlieren Sie den Investitionsabzugsbetrag und die Steuererstattung unwiederbringlich.